Heute werfen wir einen Blick auf einen der faszinierendsten Fahrer, der je in der Königsklasse des Motorsports an den Start gegangen ist. Jacques Villeneuve. Mit einem legendären Namen im Rücken und einem aggressiven Fahrstil im Gepäck sorgte Villeneuve bereits zu Beginn seiner Karriere für Furore. Doch wie schaffte es dieser junge Kanadier in so kurzer Zeit an die Spitze zu kommen? Ich würde sagen, lass uns loslegen. Jacques Villeneuve trat 1996 in die Formel 1 ein und hatte dabei wirklich große Fußstapfen zu füllen. Als Sohn der Rennlegende Gilles Villeneuve wurde von ihm sehr viel erwartet. Doch statt sich von diesem Druck wirklich lähmen zu lassen, nutzte Jacques seinen Einstieg als Sprungbrett zur Spitze. Der damals 25-jährige Kanadier wurde vom Williams-Team unter Vertrag genommen, einem der erfolgreichsten Teams der 90er Jahre. Bereits in seinem ersten Rennen beim Großen Preis von Australien 1996 schockierte Villeneuve die Motorsportwelt. Er startete von der Pole Position und führte das Rennen bis kurz vor Schluss, ja, bevor ihm ein technisches Problem auf Position 2 zurück war. Trotzdem war die Botschaft wirklich sehr, sehr klar. Er war gekommen, um zu gewinnen. Die Saison 1996 war ein ständiger Schlagabtausch zwischen Jacques Villeneuve und seinem Teamkollegen, den amtierenden Weltmeister Damon Hill. Villeneuve gewann insgesamt in seinem Debütjahr beeindruckende 4 Rennen und stand insgesamt 11-mal auf dem Podium. Trotz seiner Unerfahrenheit kämpfte er bis zum letzten Rennen um den Weltmeistertitel, den er dann halt gegen seinen Teamkollegen nicht gewinnen konnte. Obwohl er am Ende knapp den 2. Platz in der Meisterschaft belegte, hatte Villeneuve bereits einen bleibenden Eindruck in der Formel 1 hinterlassen. Villeneuve brachte frischen Wind in die Formel 1. Sein aggressiver Fahrstil kombiniert mit einem eisernen Willen machten ihn bei den Fans und bei den Medien wirklich sehr, sehr schnell beliebt. Der 2. Platz in der Fahrerwertung war erst der Anfang. Denn 1997 sollte sein Jahr werden. 1997 ging Villeneuve als einer der Top-Favoriten in die Saison. Mit dem neuen Williams Renault W19 unter sich und der Erfahrung des Vorjahres im Rücken setzte er alles daran, den Titel nun endlich zu holen. Doch leicht sollte es nicht werden, denn sein größter Rivale war kein geringerer als Michael Schumacher. Der Showdown kam im letzten Rennen der Saison in Jerez. Beide Fahrer hatten noch die Chance auf den Titel. In einer wirklich sehr, sehr bekannten Szene kollidierte Schumacher absichtlich mit Jacques Villeneuve. Doch der Kanadier hielt durch und sicherte sich den Weltmeistertitel. Dieser Triumph krönte Villeneuves Raketenstart in der Formel 1 und machte ihn wirklich zum Helden einer ganzen Generation. Der Weltmeistertitel war der Höhepunkt von Villeneuves Karriere. Doch danach begann sein Weg, steiniger zu werden. Trotz seines Erfolgs stand Villeneuve nie wieder ganz zur Dominanz zurück, die ihn in seinen beiden ersten Jahren ausgezeichnet hatte. Er blieb jedoch eine prägende Figur in der Formel 1. Ein Fahrer, der nie Kompromisse machte und wirklich stets angriff. Jacques Villeneuve wird immer als einer der charismatischsten und aufregendsten Fahrer der Formel 1 in Erinnerung bleiben. Sein Blitzstart in die Formel 1 und der Triumph 1997 sind ein Beweis für sein außergewöhnliches Talent und seinen unermüdlichen Ehrgeiz. Jacques Villeneuve hat in kurzer Zeit Großes erreicht und die Formel 1 auf seine eigene Weise geprägt.